Ich begrüße euch zu meinem Erfahrungsbericht zur Honda Africa Twin CRF 1000L in der Ausführung AD, sprich ABS und DCT. DCT, also die Sechsganggetriebe, was von der Maschine automatisch geschaltet wird per Doppelkupplung, gleich mehr dazu. Ja, ein Jahr ist vergangen, seitdem ich angekündigt habe, einen Erfahrungsbericht zur Maschine zu machen. Sollte eher passieren, aber mir war wichtig, erstmal einen Satz andere Reifen zu fahren. Denn die D610, die auf der Maschine drauf waren, sehr zweischneidiges Schwert, keine schönen Reifen. Dennoch habe ich sie bis zum Schluss jetzt zu Ende gefahren. Allerdings steht eine größere Tour bei mir an. Ich wäre jetzt vielleicht noch 1000, 2000 Kilometer gekommen, aber ich wollte jetzt mal neue haben und habe mich jetzt nach 9600 Kilometer entschieden, die Reifen dann runterzupacken und habe jetzt Elven Trail Rider drauf. Dazu kann ich also auch gleich noch was erzählen und habe mir gedacht, gut, wenn die Reifen eingefahren sind und ich mir ein Bild machen kann von den Elven Trail Ridern gegenüber den Dunlops, dann mache ich mein Video. Hat natürlich auch den Vorteil, dass ich die Maschine jetzt ein Jahr gefahren habe und sicherlich auch ein paar Dinge mehr sagen kann als in kurzer Zeit. 9950 Kilometer stehen jetzt auf dem Tacho, ist für ein Jahr vielleicht nicht ganz so viel. Allerdings fahre ich ja auch noch die NC750X. Die hat inzwischen auch gute 8000 Kilometer runter. Insofern bin ich im letzten Jahr etwas über 17.000 Kilometer unterwegs gewesen. Ich fahre die Africa Twin in der Regel auf der Straße die meiste Zeit. Ich verreise mit ihr. Ich habe mit der Africa Twin in den Kilometern viele, viele längere Touren unternommen, aber fahre nicht mit ihr im Gelände. Heißt also, Schotterstraßen, da habe ich überhaupt gar kein Problem mit. Die sieht sie hin und wieder auch. Und entsprechend habe ich eigentlich auch diese Bereifung drauf, eben diese Elven Trail Rider. Bei den Elven Trail Rider heißt es 90% Straße, 10% Gelände. Ja, und genau das entspricht meinem Fahrprofil, 90% Straße, und hin und wieder sind ein paar Schotterwege dabei oder mal eine Baustelle, durch die ich dann durchfahre. Das sind eben die anderen 10%. Die Africa Twin ist eine reinrassige Reise-Enduro. Und wenn man sie mal vergleicht mit den anderen Fahrzeugen zu BMW oder KTM, kommt sie mit ihren 95 PS relativ mager daher. Hat allerdings schon bei 6000 Umdrehungen das volle Drehmoment von 98 Newtonmeter. Wie gesagt, die Konkurrenz hat durchaus mehr PS. Es ist halt die Frage, vermisse ich die Leistung hier? So im Betrieb mit mir alleine und auch mit Gepäck sind 95 PS aus dem Parallel-Twin mehr als genug. Die Maschine schiebt jederzeit richtig stramm vorwärts und hat reichlich Kraft. Natürlich wäre im Zweimann-Betrieb, und wenn man dann noch voll beladen ist, ein paar PS mehr nicht schlecht. Ich sag mal, wenn sie dann noch 15 PS mehr hätte, würde es ihr nicht schaden. Vermissen tue ich aber in meiner Hauptfahrzeit, nämlich alleine und manchmal mit Gepäck, nichts. Sie hat, wie gesagt, 95 PS, die liegen ungefähr bei, ich glaube, bei 7500 Touren an und 98 Newtonmeter. Ja, erzeugt wird die Kraft hier im Parallel-Twin, 1000 Kubik, Hubzapfenversatz von 270 Grad. Heißt, die Maschine arbeitet wie ein V2. So hört sie sich auch an und so fährt sie sich auch mit viel Kraft und Druck von unten rum. Allerdings, muss ich sagen, reißt dieser Druck auch gar nicht ab. Sie zieht also bis zum roten Bereich richtig stramm und kräftig durch. Also ich habe kein Loch, wo ich sage, da ist plötzlich ein Leistungsverlust, sondern wirklich schön linear geht die Maschine von dem Keller aus stramm nach oben. Ja, übertragen wird das Ganze per Kette an das Hinterrad und dazwischen sitzt halt das DCT-Getriebe Dual Clutch Transmission, also ein Doppelkupplungsgetriebe mit 6 Gängen in diesem Fall, das automatisch, sofern man es dann auf Automatik lässt, halt die 6 Gänge durchschaltet und dafür sorgt, dass man in der Regel immer den optimalen Gang drin hat. Das DCT kann in 2 verschiedenen Grundfahrmodi gefahren werden. Da haben wir einmal D, das steht meines Erachtens nach für daherdümpeln, und S, das ist Sau rauslassen. Also D wie Dauerbetrieb und S wie Sport. Der Sportmodus wiederum ist unterteilt in 3 verschiedene Stufen. Von 1 bis 3 kann man wählen, wobei 1, sag ich mal, der harmlose ist, 2 schon sportlicher, und bei 3 werden die Gänge wirklich immer bis knallroten Bereich ausgedreht.
Heißt also, hauptsächlich wird damit unterschieden, wann schaltet die Maschine die Gänge durch, wann geht sie in den nächsten Gang und wann, wie früh schaltet sie wieder zurück. Also es ändert sich jetzt nichts irgendwie am Motorelektronikverhalten, sondern es bezieht sich hier wirklich nur auf das Getriebe. Ja, ich fahre eigentlich in den meisten Fällen auf D. Das reicht mir auch, wenn ich denn mal meine, ich möchte jetzt vielleicht überholen oder ich möchte einen Gang runter oder vielleicht auch mal raufschalten, weil mir einfach das Getriebe zu lange in einem niedrigen Gang ist und ich der Meinung bin, ach komm, ich fahre doch nur gerade Strecke, kann ich das jederzeit am Lenker machen. Ich habe hier einen Minusknopf unten am Daumen, damit schalte ich runter und ich habe einen Plusschalter vorne am Zeigefinger, damit schalte ich hoch. Beeinflussen kann ich das natürlich, indem ich, wie gesagt, in einen der Sportmodi gehe. An dieser Stelle der Sozius-Betrieb, der ist eher für den Sport 1-Modus gedacht. Wenn ich eine Sozia hinten drauf habe und fahre im D-Modus, läuft die Maschine doch sehr untertourig und kommt bei manchen Spitzkehren doch tatsächlich auf die Idee, im dritten Gang fahren zu wollen. Nicht, dass sie das nicht könnte. Kraft ist wirklich genug da. Aber dann schüttelt es einem dermaßen, dass es nicht wirklich Spaß macht. Deshalb habe ich mir angewöhnt, wenn ich eine Sozia hinten drauf habe, dann stelle ich die Maschine auf S1, dann schaltet sie A ein bisschen früher rauf und runter und dreht auch die Gänge ein bisschen höher aus. Fährt sich so optimal und ist ja auch kein Akt. Dafür habe ich ja die Einstellung, dass ich eben je nach Betriebszustand mir das Passende einstellen kann. Zum Fahren selbst. Das Fahrwerk der Maschine ist, ich meine, klar, es ist eine Enduro, man sieht, sie ist sehr hochbeinig. Wir haben vorne eine Upside-Down-Gabel, hier diese goldene Upside-Down-Gabel, dicke Standrohre. Die wiederum ist in Federvorspannung, Zugstufe und Druckstufe komplett einstellbar. Ich war mit der Standardeinstellung nicht ganz glücklich, da war sie mir ein bisschen weich, aber ich habe sie ein wenig in der Federvorspannung erhöht, damit sie ein bisschen höher kommt, weil ich wiege auch ein bisschen mehr als der Durchschnittsjapaner. Außerdem habe ich die Druck- und die Zugstufen ein bisschen härter gestellt. Meine Einstellung von den Federbeinen werde ich übrigens am Ende des Videos dann nochmal in der Tabelle zeigen. Da kann sich der ein oder andere ja vielleicht mal was abgucken, wenn er denn gerade noch nicht so ganz glücklich mit seiner Einstellung ist und mein Gewicht mit Klamotten von gut 100 Kilogramm erreicht, kann man ja mal ausprobieren. Federelement spricht vorne sehr, sehr gut an. Wenn ich mit der Maschine fahre, kommt von Schlaglöchern für mich eigentlich nichts durch. Das schluckt die so weg. Ich fahre ja noch die NC750X, die, sag ich mal, ein ganz angenehmes Fahrwerk hat, aber dem Preis entsprechend günstig. Aber hier, wie gesagt, ich kann hier über Schlaglöcher fahren, die werden so weggeschluckt. Ob ich das nun in Kurven mache auf gerade Strecke, ich habe keine Probleme damit. Entsprechend muss natürlich auch das Hinterrad arbeiten. Und das tut es. Ich habe hier also ein zentrales Federbein mit Umlenkeinheit. Und auch dieses Federbein ist in der Federvorspannung, in der Zugstufe und der Druckstufe einstellbar. Hier allerdings die Kritik, in der Standardeinstellung ist das wirklich sehr, sehr weich. Außerdem relativ niedrig hinten. Wie gesagt, für Personen, die ein bisschen mehr wiegen, ist das definitiv zu weich. Auch hier musste ich an den Einstellungen ordentlich drehen und habe wohl sowohl die Zugstufe als die Druckstufe weiter zugemacht. Und auch die Federvorspannung habe ich weiter erhöht, um halt die Geometrie des Motorrades ja meinem Fahrgewicht dann anzupassen. Ich meine, das Federbein hat 35 Klicks und ich meine, ich habe es auf 25 stehen. Wenn ich mit zwei Mann fahre, dann eben halt auch auf 35. Ansonsten das Fahrverhalten tipptopp. Ich bin sehr zufrieden. Die Maschine lässt sich jetzt vor allen Dingen mit den Avon Trailridern sehr gut ums Eck zirkeln. Die Maschine fährt sehr zielgenau. Es passt immer, ich lande genau da, wo ich hin möchte. Und gesagt, zudem schluckt sie sämtliche Unebenheiten einfach weg. Also vom Fahrwerk bin ich sehr, sehr, sehr angetan und durfte mir schon von mancher Begleitung, die mit dem Motorrad hinter mir gefahren ist, anhören, wie ich denn so daherstochen kann bei all den Schlaglöchern. Sorry, ich kriege da nichts von mit. Die gehen einfach unter. Insofern gibt es da nichts zu meckern. Ich kann nur jedem sagen, das Ding ist einfach eine Sänfte, was Schlaglöcher angeht, aber genügend stramm, wenn man es entsprechend einstellen, um sportlich durch die Kurven zu jagen und ich sag mal Serpentinen, Alpenstraßen flott zu nehmen, ohne Probleme. Sagt, man muss ein bisschen hinten dran drehen und sie vor allen Dingen hinten ein bisschen härter stellen, aber gut, dafür sind die Einstellmöglichkeiten ja da. Ja, nochmal zu den Reifen.
Vormontiert waren Dunlops D610 und die waren alles andere als gut. Die waren eher gesagt ziemlich fürchterlich. Vor allen Dingen auf den ersten 1.500 Kilometern habe ich des Öfteren Probleme gehabt, wenn es nass war, dass sie unvermittelt angefangen haben zu rutschen. Oder, und das ist überhaupt eine Anekdote, dass man an der Ampel steht, Gas gibt und nicht mehr vorwärts kommt. Weil einfach der Reifen hinten so durchdreht, dass die Traktionskontrolle angreift. Ich habe an der Ampel gestanden und habe es nicht geschafft, in der grünen Phase wegzukommen. Mein erster Gedanke war, schmeiß die Reifen runter. Ich habe sie dann noch ein paar hundert Kilometer im Trockenen gefahren und merkte dann auch beim nächsten Regen, wo ich wirklich in ein richtig heftiges Unwetter gekommen bin, dass es besser geworden ist. Das war so bei circa Kilometer 3000, dass sich die D610 also da verbessert haben. Es scheint irgendwie so eine Schicht zwischendurch gewesen zu sein, wo die Reifen einfach extrem glitschig auf Wasser waren und nicht gut zu fahren. Trotz allem muss ich sagen, die Serienbereifung, die Honda inzwischen übrigens geändert hat, die haben jetzt meines Erachtens nach, wenn ich es richtig weiß, Bridgestone drauf. Wie gesagt, die Serienbereifung der SD06, wenn ihr die seht, seht zu, dass ihr die ganz schnell wieder loswerdet. Denn die Reifen sind außerdem noch kippelig in den Kurven. Das heißt, man lenkt ein und dann hat sie so diese Neigung, in so eine Kurve reinzukippeln und zu fallen. Und sie sind auch nicht allzu zielgenau. Es war also eine richtige... ja, Offenbarung, als ich jetzt die Avon Trailrider draufgepackt habe. Hinten der AV54 in der Größe 150, 70, 18 Zoll. Und vorne der AV53 in 90, 90, 21 Zoll. Durch das große Vorderrad mit 21 Zoll hat man natürlich viele Möglichkeiten, über Bordsteine etc. schnell drüber zu kommen. Allerdings verlangt es dann doch schon etwas, die Maschine so, ja, um die Kurven zu drücken, zu kriegen. Aber erstaunlicherweise geht das, trotz ihres Kampfgewichts von 240 Kilo, relativ einfach. Spitzkehren zu fahren und Serpentinen zu fahren sind also kein Problem. Schön sind sicherlich die Speichen bei dem Motorrad. Da achtet übrigens darauf, es gab einige Modelle, da haben die Speichen angefangen zu oxidieren, zu rosten. Honda hatte ein kostenloses Austauschprogramm dieser Speichenräder. Bei mir sind sie einfach nur dreckig. Mein Problem ist tatsächlich, dass ich hinten meine Speichen nicht mehr sauber bekomme. Ich vermute mal, es liegt durchaus daran, dass ich also mit einem Kettenöler fahre und dass ich mit biologisch abbaubarem Kettensägeöl fahre. Die Kette ist super geschmiert. Ich bin hochzufrieden mit dem Patent. Ich habe hier von Cobra den Nemo 2 montiert. Dieser Kettenöler funktioniert rein manuell. Indem ich ihn einfach drehe, wird ein Überdruck erzeugt und dann tropft es für 2-3 Minuten unten so ein bisschen raus. Und dieses Kettensägeöl, ja, das Klee ist halt deutlich auch sehr klebrig. Nicht, dass das Scott-Oil nicht so klebrig wäre und genauso rumsaut. Macht ein bisschen Schwierigkeiten, die Speichen wieder sauber zu kriegen. Aber alles in allem sind natürlich so Speichenräder sehr schick und haben außerdem eine gewisse Eindämpfung, sodass das dem Fahrwerk nochmal dem ganzen Fahrverhalten gut tut. Allerdings, die Reifen sind mit Schläuchen, also sind also keine Schlauchlosen, wie es zum Beispiel die Konkurrenz hat. BMW sei da mal genannt. Das ist schade. Auch die Cross Tourer von Honda hat auch schlauchlose Speichenfelgen. Hätte ich mir jetzt hier sehr gewünscht. Manche sehen es so, manche so. Einige sagen, klar, wenn sie draußen in der Wüste mit dem Ding sind, was durchaus geht, haben sie lieber Schläuche, die sich reparieren lassen, flicken lassen. Ich persönlich bin der Meinung, schlauchlose Reifen lassen sich heutzutage genauso schnell und ruckzuck reparieren. Es gibt ja diese selbstklebenden, vulkanisierenden Gummisets, die man in so ein Loch reindrücken kann. Damit kann man einen schlauchlosen Reifen meiner Meinung nach deutlich schneller reparieren. Aber wie gesagt, gehen die Meinungen auseinander und da soll natürlich jeder fahren, was er möchte. Hier sind auf jeden Fall Schläuche drin. Apropos Wüste, das Tankvolumen bei der normalen Africa Twin sind 18,8 Liter. Bei mir geht die rote Lampe in der Regel bei 290, 300 Kilometer an und dann muss ich mal tanken. Je nachdem, wie ich die Maschine bewege, fahre ich sie zwischen 4,5 oder auch guten 5 Litern. Wenn ich natürlich jetzt nur Autobahn jage und habe viel Gepäck da drauf, dann geht sie auch schon mal an die 6 Liter, 6,1 Liter. Aber in der Regel fahre ich sie unter 5 und dann denke ich mal, ist das für eine Tausender wirklich ein guter Verbrauch, womit ich sehr zufrieden bin. Kommen wir mal zu den Bedienelementen der Maschine. Sie hat auf der linken Seite reichlich Knöpfe. Mit dem Set- und Select-Knöpfen könnt ihr den Bordcomputer bedienen. Ihr könnt nämlich, wenn ihr Set drückt, zwischen den Ebenen unten, Mitte und oben umschalten.
Wenn ihr dann wieder Set drückt, dort wo der Pfeil im Display stehen bleibt, ändert ihr dann die Werte. Die Maschine hat übrigens auch ein Thermometer und wie ihr seht, ist es hier angenehm muckelig mit 30 Grad. Drücke ich den Set-Knopf wieder, kann ich halt mit Select rauf und runter wieder den Pfeil bewegen. Nochmal Set drücken und ich kann mit Select die verschiedenen Werte, hier zum Beispiel die verschiedenen Tageskilometerzähler, durchschalten. Zum Rücksetzen halte ich einfach den Set-Knopf fest und kann damit auch die Tageskilometer zurücksetzen. Ja, dann auf der linken Seite eben noch wie angesprochen den Minusschalter für das DCT zum Runterschalten. Vorne am Zeigefinger schalte ich hoch. Da drüber oben, da ist noch der Schalter für die Traktionskontrolle. Die Maschine verfügt über eine dreistufige Traktionskontrolle, die ich mit dem Finger links oben bedienen kann. Ich kann sie aber auch vor allen Dingen, wenn ich den Taster festhalte, abschalten. Das ist dann ganz nützlich, wenn ich zum Beispiel wirklich im Geröll fahren möchte und eben wie die Traktionskontrolle dazwischen funkt, sodass ich keine Leistung mehr auf den Boden bringe. Dann halte ich einfach den Knopf fest, schalte die Traktionskontrolle aus. Bei der Traktionskontrolle kann ich sagen, ich bin zufrieden damit. Ich fahre sie in der Regel auf der mittleren Stufe. Bei Regen habe ich mir bei den Dunlop-Reifen angewöhnt, sie auf Stufe 3, also volle Traktionskontrolle, zu fahren, was sicherlich nicht verkehrt war, um die Räder auf dem Boden zu haben. Aber ansonsten bin ich noch nicht in die Bredouille gekommen, dass ich jetzt nicht weggekommen wäre, wie es mir damals bei der Crossrunner passiert ist. Die Traktionskontrolle der Crossrunner war so empfindlich, dass ich, wenn ich mal zügig irgendwo beschleunigt habe, die sofort eingegriffen hat, damit das Motorrad vorne ja nicht irgendwie aus den Federn kommt und habe dann teilweise auf der Kreuzung festgestanden. Passiert hier nicht. Trotz allem, ich fahre sie in der mittleren Stufe. Sie lässt sich abschalten für alle, die es wollen. Zusätzlich kann man bei dem ABS-Modell das ABS hinten abschalten. Das ist mal ganz nützlich, wenn eben ich möchte, dass die Maschine beim Anbremsen hinten eben nicht das ABS nutzt, sondern rutscht. Ich persönlich fahre nicht im Gelände. Das Einzige, was ich mal mache, sind ein paar Geröllstraßen. Also sprich da, wo Split liegt oder eben halt Geröll liegt. Also ich gehe mit der Maschine nicht wirklich ins Gelände. Außerdem gibt es hier rechts einen Knopf G, G für Gravel. Ja, also wenn ich mit der Maschine eben über Schotter fahre, kann ich den G-Knopf betätigen und bin dann sehr glücklich und kriege ein Grinsen im Gesicht. Drücke den G-Knopf und die Maschine sieht dann in der Motorelektronik vor, dass also anders beschleunigt wird und das Hinterrad mehr Grip auf dem, auf dem Schotter bekommt. Ich demonstriere es hier mal, während ich also hier und durch diese Baustelle fahre, habe ich mal Gravel reingenommen, habe auch die Traktionskontrolle noch an und kann im Grunde genommen, wenn ich lustig bin, jetzt Vollgas geben und hier durch diesen Schotter den Berg hochfahren. Und das ist extrem praktisch. Baustellen kennt die Africa Twin eigentlich nicht. Für mich sind das eigentlich nur dann etwas unwegigere Straßen und verkürzt einem durchaus die ein oder andere Umgehungsstraße. Mit der Maschine gar kein Problem, sowas mal eben zu durchfahren. Die Sitzposition ist mit 85 cm und 87 cm einstellbar. Heißt, ich kann hier die Sitzbank nehmen und sie ein bisschen runter machen. Ich zeige euch das mal. So, dann kann ich die also eine Stufe tiefer. Und kann ich das? Wenn ich kann, dann zeige ich es. So, dann kann ich es auch eine Stufe tiefer einbauen. Und dann sitzt ihr, wenn man es richtig macht, so. Dann sitzt ihr eine Etage tiefer, eben auf 85 cm. Und wenn ich sie dann wieder hoch mache, eine Etage höher, dann sitzt ihr auf 87 cm. Unter der Sitzbank selber ist nicht so richtig viel Platz. Wenn die nochmal abmachen. Haben wir hier ein bisschen Luft, da passt also nicht viel rein. Bügelschloss kann man hier drunter packen. Hier ist was, um den Helm am Motorrad festzumachen. Ja, im Grunde genommen war es das schon unter der Sitzbank selber. Da ist ein Fach für Dokumente. Da sind also, ja, mein Serviceheft habe ich da drunter. Und das war's. Also Transportmöglichkeiten gibt es auf der Africa Twin leider wenig. Sodass also der Griff zu Topcase, Tankrucksack oder Koffern notwendig ist. Ich bin 1,81 groß und komme mit der 87 cm Position super zurecht. Denn die Maschine baut schön schmal, sodass ich also mit beiden Beinen gut auf den Boden komme. Die Sitzposition ist ja, aufrecht entspannt. Ich sitze wirklich ja,
wie King Louis auf dem Dingen und ja, kann da sitzen und fahren und fahren und fahren und fahren und fahren. Also 400 Kilometer mal eben abreißen, kleines Päuschen machen, wieder mal 300 Kilometer fahren, sind überhaupt kein Problem. Also ich habe vor kurzem innerhalb von 47 Stunden knapp 1200 Kilometer mit der Maschine gemacht. Mir tat ein klein bisschen das Steißbein weh, aber das liegt wohl eher daran, dass ich zu rund und meine Hose zu eng ist. Aber ansonsten konnte ich direkt am nächsten Tag wieder damit fahren. Sie ist extrem bequem, man sitzt super drauf. Es ist ja, einfach schönes, bequemes Fahren. Der Lenker ist relativ breit, sodass ich auch genug Kraft habe, um das große 21 Zoll Vorderrad halt zu bewegen und die Maschine schön in die Kurven zu drücken. Klappen wir doch mal hinten noch aus und schauen, wie sitzt denn eigentlich Sozius oder Sozia? Und soweit ich das meiner Sozia, die ich hin und wieder mitnehme, entnehmen kann, ist sie extrem zufrieden und findet das Moped super bequem. Einzige, was sie sagt, was mindestens genauso bequem ist, ist die Suzuki V-Strom 1000. Aber ansonsten wäre das wirklich super, super bequem und sie kann sich also auch lange Fahrten sehr gut damit vorstellen. Vor allen Dingen, man hat hier auch keinen allzu strammen Kniewinkel. Man sitzt wirklich total entspannt und gerade da drauf. Der Fahrer sitzt ja auch gerade da drauf, sodass also nur ganz, ganz wenig Ermüdungserscheinungen vor allen Dingen erst nach vielen Kilometern auftreten werden. Also auch für Sozius oder Sozia eine richtig gute und optimale und bequeme Sitzposition. Yep. Ja, da sieht man es auch. Wie gesagt, ich als Fahrer fühle mich da pudelwohl auf dem Ding und könnte jetzt eigentlich mal so davonfahren. Links hier dieser Hebel ist übrigens nicht die Kupplung, wie manch einer vermuten würde, sondern hier links haben wir die Feststellbremse. Hinten befindet sich eine Einkolbenbremse und weiter unten befindet sich nochmal ein kleiner Einkolbensattel. Der wird mechanisch betätigt und damit halte ich das Rad fest, weil ich habe hier ja im Grunde eine Automatik, wo ich keinen Gang einlegen kann mit den Doppelkupplungen. Das rutscht durch und so kann ich die Maschine also mit dem Hinterrad arretieren, dass sie mir nicht wegrollt. Also nicht aus Versehen mal Gedanken verloren und die Kupplung greifen. Dann wird es sicherlich sehr lustig auf der Straße, aber der Hebel ist auch weit genug weg, dass man also nicht mal ebenso da dran kommt und ihn ziehen kann. Bremsen, ja, die Bremsen an der Africa Twin sind gut. Das beschreibt es. Die sind gut. Die sind nicht herausragend, die sind gut. Bremst gut, verzögert gut, dürfte für mich persönlich einen Tacken bissiger sein, ein bisschen kräftiger sein. Aber es ist nicht so, dass ich sie nicht schlecht machen würde. Nein, die sind einfach gut. Hinten ein Kolbenzange. Vorne jeweils vier Kolbenzange, heißt vorne greifen vier Kolben in die schwimmenden Scheiben vorne. Wie gesagt, bremsen, gut. Ich habe noch ein bisschen Zubehör an die Maschine dran gebaut. Zum einen habe ich hier den Bremsflüssigkeitsbehälter hinten mit dem Blech geschützt. Das gab es im True Adventure Forum. Und außerdem habe ich meinen Festspannungsregler, hier unten drunter sitzt der. Den habe ich auch noch mal mit so einem Lasercut-Blech gegen Steinschlag und Ähnliches geschützt. Für die Maschine gibt es zwei Koffer. Diese Koffer sind insofern sehr angenehm, als dass man sie hier an dem Motorrad in Halterungen einsetzt. Hier unten werden die dann verankert und somit habe ich keine hässlichen Träger an der Maschine. Der Nachteil ist, die Honda-Koffer sind sehr teuer. Sehr labil, also nicht allzu stabil und außerdem fehlt innen drin, sage ich mal, ein Spannband, wie es andere Systeme haben, dass mir die Klamotten nicht ständig alle rausfallen. Ich finde die Koffer deutlich überteuert, aber sie sind, muss man sagen, sehr schick und ich brauche halt kein Gepäckträgersystem mit mir herumfahren. Ja, ich habe mir hier hinten, habe ich mir von Givi den Träger draufgesetzt, weil ich einen großen Givi Kindersarg habe mit 52 Liter, den ich in der Regel dann dabei habe, wo ich dann einiges reintun kann, weil mir das Honda Topcase dann eher einfach wirklich zu teuer war. Insofern habe ich hier halt ein System von Givi. Das ist auch kein großer Träger. Ich finde, das Ding sieht ganz angenehm aus, passt zum Motorrad. Insofern geht es. Seitenträger wollte ich allerdings nicht nochmal haben und habe dann eben zu dem deutlich überteuerten Honda Set gegriffen. Vorteil bei dem Honda-Koffer ist, dass also der Systemschlüssel passt, dass man also mit dem Motorradschlüssel die Koffer auf und zu machen kann und somit keinen extra Schlüssel braucht. Ansonsten finde ich die Dinger halt nicht so pralle, außer dass sie ganz gut aussehen.
Ja, die maximale Zuladung der Africa Twin sind 195 Kilo und die NC750X mit DCT, die ich fahre, die hat tatsächlich mehr Zuladung als die Africa Twin. Ist ein bisschen erstaunlich, dass trotz allem, ich sag mal, mit rund 200 Kilo sollte man auskommen. Ich denke mal, ich als Fahrer mit meinen 100 Kilo, Sozia mit vielleicht 70 Kilo und dann nochmal für 30 Kilo Gepäck, das sollte eigentlich in der Regel für alle Fälle ausreichen. Damit sollte man hinkommen. Vielleicht esse ich auch mal ein Brötchen weniger und sehe zu, dass ich dann wieder ein bisschen mehr Gepäck mitnehmen darf. Ich habe mir die Maschine so ein bisschen angepasst und ich denke mal, einige warten schon darauf und haben sich von Anfang an gefragt, Herr Jemine, was hat der Kerl mit seiner Scheibe gemacht? Warum ist die Scheibe so kurz? Ja, die Scheibe. Die Scheibe, die original hier drauf ist, macht alles nur nicht mit meinem Helm harmonieren. Ich habe dahinter sehr starke Windverwirbelungen gehabt und ich fand es extrem laut dahinter. Nun gibt es sicherlich verschiedene Lösungen. Man baut sich eine höhere Scheibe dran, es gibt kleine Spoiler für die Scheibe. Ich bin einfach mal hergegangen und habe die Scheibe abgeschraubt und bin dann mal so einen Tag ohne Scheibe gefahren. Es war eine herrliche Ruhe. Ich fahre einen Nolan-Helm und es passte einfach. Ich meine, ich fahre sowieso sehr gerne unverkleidete Maschinen. Ich bin früher viel Naked gefahren und habe festgestellt, ohne die Scheibe habe ich keine Verwirbelung. Es ist viel ruhiger, es wird erst so ab 130 wieder laut. Ja, also was habe ich gemacht? Ich habe mir den Dremel geschnappt, habe mir natürlich noch eine Reservescheibe besorgt für den Fall, dass man die Maschine doch mal irgendwann verkaufen will oder es nicht funktioniert wie erwartet. Jedenfalls habe ich mir den Dremel geschnappt, habe die Scheibe radikal hier eingekürzt und habe meine Ruhe dahinter. Manche berichten davon, dass der Wind hier unten hinter der Gabel herkommt und für Verwirbelungen sorgt. Kann ich jetzt so nicht bestätigen. Ich habe das mal versucht, mit so ein paar Lappen zuzumachen während der Fahrt. Das hat jetzt nichts geändert. Also bei mir war es wirklich die Scheibe. Ich habe die Scheibe halt abgesägt und siehe da, ich habe meine Ruhe und bin total happy. Kriege auch ein bisschen mehr Fahrtwind ab, was gerade im Sommer bei den heißen Temperaturen sehr angenehm ist. Insofern meine Eigenkreation und ich finde es super, bin damit zufrieden. Muss nicht jedem gefallen, sicherlich nicht. Aber wichtig ist, dass ich halt Ruhe habe beim Fahren und eben nicht so in den Windverwirbelungen sitze. Und eine höhere Scheibe kommt für mich da wirklich nicht in Frage. Da bin ich also eigen. Das mag ich nicht. Ja, hat außerdem noch den Vorteil, ich habe natürlich eine schöne Sicht frei aus dem Motorrad raus. Sicht, ja, die Außenspiegel sind gut. Da sehe ich genügend, ja, bei dem linken, rechten ein bisschen meine Schultern, aber ansonsten habe ich alles gut im Blick. Bin also auch zufrieden. Ich meine, diese Spiegel von Honda finden sich quasi an allen Modellen von Honda wieder. Macht man nichts falsch, also ich sehe keinen Grund, die auszutauschen. Apropos austauschen, Blinker. Ja, die Blinker, überhaupt die ganze Beleuchtungsanlage basiert auf LED. Die Maschine hat vorne Positionslicht, was ich äußerst schick und angenehm finde. Und was dafür sorgt, dass man tagsüber, allerdings auch nachts, wirklich deutlich besser gesehen wird. Der LED-Scheinwerfer, also es sind zwei, einer leuchtet bei Abblendlicht und der andere schaltet sich bei Fernlicht hinzu, sind tagsüber gut zu sehen, ganz im Gegensatz zu meiner NC750X, die man tagsüber mit dem Hauptscheinwerfer gar nicht sieht, ist das hier prima gelöst. Der Scheinwerfer leuchtet nachts auch gut aus, ich sehe genug, das Fernlicht ist auch wirklich gut. Ich könnte mir vorstellen, zusätzlich noch so kleine LED-Zusatzscheinwerfer dran zu machen, wie ich sie an meiner NC750X habe. Die bringen noch mal ordentlich was, aber alles in allem finde ich das Licht okay, bin zufrieden damit. Ja, und die Blinker finde ich sehr stylisch, sehr schick. Sehe keinen Grund, warum man die austauschen wollte. Und zudem sind es wirklich sehr schöne LED-Blinker. Und es gibt auch eine Funktion des Warnblinkens, dass man also andere Verkehrsteilnehmer warnen kann, mit einem Knopfdruck eben den Warnblinker einschalten kann. Und wie gesagt, diese LED-Lampen und Blinker sind sehr, sehr gut zu sehen. Ja, Beschleunigung 0 auf 100. Ich habe mir noch nie einen Kopf darum gemacht, wie schnell diese Maschine eigentlich von 0 auf 100 ist. Wenn wir es hier mal ausprobieren, sprich die S-Stufe 3, Traktionskontrolle auf klein und mal am Hahn reißen, seht ihr, die Maschine geht stramm vorwärts. Ich weiß nicht, ob es 4 Sekunden sind, 3,5 Sekunden sind. Es ist mir auch ehrlich gesagt egal. Die Maschine geht einfach gut und schnell vorwärts. Man ist ruckzuck auf über 100. Und es gibt natürlich sicherlich schnellere Motorräder. Aber das, was die Africa Twin hier rausdrückt, reicht mir allemal. Und ich will ja auch nicht rasen. Ich möchte vor allen Dingen mit der Maschine reisen, durchaus flott unterwegs sein, bestimmt nicht langweilig den Verkehr aufhalten. Ja, und ich bin der Meinung, die Leistung reicht allemal. Und vor allen Dingen
Ich denke mal, das Allerwichtigste ist, dass ich ein Grinsen im Gesicht habe. Weil jedes Mal, wenn ich die Garage aufmache und steige hier auf die Africa Twin, auf Elmo, bin ich happy. Und ich denke, das ist es, was diese Maschine unglaublich ausmacht. Sie passt für mich und taugt mir unheimlich. Bei den neueren Modellen, also den neuen Modelljahren, ist vor allen Dingen der Auspuff leichter. Der wiegt also weniger und es ist eine Gelbatterie statt einer Bleibatterie drin, die natürlich auch nochmal Gewicht spart. Hier sitzt also im Grunde genommen die Batterie, findet sich hier hinter dem Werkzeugfach. Und wie gesagt, Auspuff und Batterie sind bei dem Nachfolgemodell leichter geworden. Außerdem gibt es halt Edelstahlspeichen statt hier dieser normalen Speichen. Ich sag mal, die Batterie lässt sich sicherlich selber austauschen. Ob man den Endtopf einfach so austauschen kann, dazu kann ich jetzt nichts sagen. Das müsstet ihr mal bei der Honda-Werkstatt nachfragen, sofern ihr selber eine fahrt und euch überlegt, ihr möchtet gerne den leichteren Topf haben, ob der kompatibel ist. Ich gehe mal davon aus, dass ja, weil ich sag mal, am Motor selber hat sich soweit nichts verändert. Ja, soweit mein Erfahrungsbericht. Ein Jahr Africa Twin. Modell SD06, wie gesagt, es gibt eine neue. Außerdem gibt es die Adventure Sports, größerer Tank, mehr Federweg, insgesamt höher. Schaut es euch beim Händler an. Ansonsten hoffe ich, hat euch das hier gefallen, als Gebrauchtberatung vielleicht. Auch als Erfahrungsbericht. Ich meine, es gibt sicherlich auch noch vereinzelte bei den Händlern, die haben ja nicht nur nagelneue da stehen. Vielleicht noch ein Wort ganz kurz, bevor ich hier das Video schließe zum Zubehör. Was habe ich mir gegönnt? Kleine Sturzbügel. Diese kleinen Sturzbügel, um halt das DCT zu schützen, falls man sich doch mal auf die Backe legt. Toi, toi, toi. Bis jetzt nicht. Na, damit also das DCT hier geschützt ist, habe ich da kleine Sturzbügel. Ich habe mir Heizgriffe von IXS dran gemacht. Zudem den Cobra Nemo 2 Kettenöler, womit ich halt meine Kette öle. Kleine Handyhalterung für mein Smartphone. Und ja, eine USB, die 12-Volt-Dose, die musste übrigens auch nachgerüstet werden, die ist nicht Serie. Heißt also, die 12-Volt-Dose habe ich mir noch reinsetzen lassen. Jetzt muss ich mir überlegen, ich glaube, das war's. Mehr Zubehör, ja gut, mein Topcase, aber mehr Zubehör und die Koffer habe ich mir nicht gegönnt. Und finde das Motorrad so, wie es ist, gut ausgestattet. Wer, sage ich mal, wirklich viel in unwegsamen Gegenden unterwegs ist, wo es stockduster ist oder ähnliches, der wird sicherlich auf die Idee kommen, sich mal ein paar Zusatzscheinwerfer noch dran zu machen. Wem es gefällt, Sturzbügel kann sicherlich auch nicht schaden, wenn ich halt in Geländen unterwegs bin, wo ein Sturz durchaus passieren kann. Für mein Dafürhalten bin ich aber so mit der Ausstattung grundzufrieden. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, es wird Zeit mal nach einem Jahr und jo, ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, das Video teilt. Ich wünsche euch jederzeit gute Fahrt und werde mein Schätzchen jetzt ja, hoffentlich die nächsten Jahre glücklich und zufrieden bewegen. Sollte mal was Größeres sein, werde ich sicherlich hier online stellen und mal schauen, wie es videotechnisch bei mir weitergeht. Ich wünsche euch was, alles Gute, die Linke zum Gruße und bis dahin.